Personen oder Objekte können in Avid Studio zum Beispiel mit einem schwarzen Balken zensiert werden. Hierbei handelt es sich um ein Foto mit zwei Personen, deren Augen zensiert wurden mit einem schwarzen Balken. Am einfachsten geht dies mit dem Videoeffekt Vignettierung. Ich zeige Ihnen nun, wie dies funktioniert und lösche diese beiden Effekte aus dieser Fotosequenz. Es handelt sich hierbei um ein Standbild, also ein Foto, das sich nicht bewegt. Es ist also sehr einfach, diesen Effekt anzuwenden. Ich zeige nachher ein Beispiel mit einem kleinen Jungen, der sich bewegt, und zeige Ihnen, wie Sie diese Vignettierung dann auf ein bewegendes Objekt anwenden können. Legen Sie also zuerst eine Videosequenz oder ein Foto auf die Timeline und im Register der Effekte suchen Sie nach dem Vignetten-Effekt und das ist dieser Effekt, den ziehen Sie einfach mit der Maus auf die Sequenz, auf der Sie den Effekt anwenden möchten. Sie sehen nun, dass außenrum schwarz ist und innen hell. Wir möchten den Effekt gerade umkehren. Ich doppelklicke einmal auf diese horizontale Linie, um in den Effekteditor zu gelangen. Unter Einstellungen habe ich die Möglichkeit, den Effekt zu invertieren, also umzukehren. Sie sehen nun, dass es innen dunkel und außen hell ist. Ich möchte die Form nicht rund, sondern Quadrat haben. Und die Opazität soll 100% sein, also nicht durchsichtig. Standardmäßig ist dieser Rand noch etwas weich, das können Sie mit dem Weichheitsgrad noch verändern, indem Sie diesen einfach auf 0 setzen, das heißt die Kanten sind scharf. Nun kann ich mit der Größe und der Position dieses Viereck oder dieses Quadrat positionieren. Zum einen verändere ich einmal die Größe, und zwar soll dieses Quadrat einfach auf die Größe der Augen platziert werden. Ich positioniere also die Position X und verändere noch die Größe Y und kann auch das dann so auf die Augen platzieren, wie ich das gerne haben möchte. Und schon ist dieser Effekt angewendet. Wenn Sie die zweite Person ebenfalls zensieren möchten, dann fügen Sie einfach einen weiteren Vignetten-Effekt auf diese Sequenz hinzu. Sie können dies, indem Sie diesen Effekt verlassen und einfach den gleichen Vignetten-Effekt noch einmal auf diesen Clip ziehen. Doppelklicken Sie noch einmal auf diese Linie und Sie gelangen wieder zu den Effekten und Sie sehen nun den Vignetten-Effekt wieder original, unverändert und den Vignetten-Effekt, den wir bereits angewendet haben. Welchen Effekt ich jetzt verändern muss, kann ich anschauen, indem ich einfach einen Effekt ein- und ausblenden lasse. Also das heißt, das ist dieser Effekt. Und klicke dann den anderen an und wähle natürlich auch hier Invertieren, Quadrat, Opazität 100, also nicht transparent, Weichheitsgrad 0 und kann nun wie beim anderen Effekt diesen jetzt so platzieren, dass dieser dann über die Augen dieser Person zu liegen kommt. Leider gibt es keine Möglichkeit, in diesem Effekt dieses Rechteck oder Quadrat zu drehen. Eine andere Möglichkeit, den ganzen Effekt anzuwenden, wäre natürlich, eine Titelsequenz zu erstellen mit einem leeren Hintergrund und diese Titelsequenz dann auf die Augen zu platzieren. Da wäre natürlich auch ein Drehen möglich. Der Vorteil, wenn ich den Effekt direkt auf dem Clip anwende, ist, wenn ich den Clip natürlich jetzt verschiebe, sind diese Effekte immer schön mit dem Clip mit dabei. Ich möchte nun den gleichen Effekt auf diese Videosequenz anwenden. Und Sie sehen gleich, was das Problem ist. Dieser Junge bewegt sich im Bild, dreht den Kopf und die Kamera schwenkt natürlich hin und her. Das macht die ganze Sache etwas komplizierter. Ich ziehe diesen vignierten Effekt ebenfalls mit der Maus auf diese Videosequenz. Ich öffne diesen Effekteditor und gehe einmal grundsätzlich gleich vor wie zuvor. Also das heißt, ich möchte gerne ein Quadrat, die Opazität 100, Weichheitsgrad 0.
und verändere entsprechend die Größe dieses Balkens und natürlich die Position, indem ich diesen Balken da auf die Augen lege. Je kleiner ich natürlich diesen Balken mache, umso schwieriger wird es, kleine Bewegungen auszugleichen. Darum lasse ich den Balken erstmal relativ groß. Wenn ich jetzt allerdings die Videosequenz bewegen lasse, also hier würde es noch funktionieren, bis zum Beispiel an diese Position, dann sehe ich natürlich, dass der Balken stehen bleibt und mein Junge da neben dem Balken hervorschaut und nicht mehr zensiert ist. Ich muss also Gebrauch machen von sogenannten Keyframes, das bedeutet, ich habe dann die Möglichkeit, diesen Balken im Bild bewegen zu lassen. Damit ich die Keyframes, also die sogenannten Schlüsselpunkte, anwenden kann, wähle ich diese Funktion und ich erhalte eine Position im Film, an der ich nun die Parameter unterschiedlich verändern kann. Ich ziehe diesen Punkt einmal ganz an den Schluss des Filmes. Beziehungsweise dieser Videosequenz. Und Sie sehen nun, dass dieser Balken stehen bleibt. Ich habe nun die Möglichkeit, weitere Punkte hinzuzufügen, um die Position dieses Balkens anzupassen. Ich bewege einmal die Maus so weit, bis dieser Junge außerhalb des Balkens ist und ich eine Korrektur vornehmen müsste. Also im Prinzip wäre das hier ganz extrem, dass der Balken weiter nach links müsste. Ich positioniere also meine Playline an diese Position und wähle an dieser Position die Mitte etwas nach links und die vertikale Position kann ich belassen. Das heißt, ich gehe nochmals an den Anfang dieses Clips und spiele den noch einmal ab. Sie sehen nun, dass sich während dem Abspielen dieser Videosequenz der Balken von links nach rechts bewegt. Und dann wieder zurück. Das wäre natürlich nicht die Idee, sondern der sollte, währenddem das Video abgespielt wird, dort bleiben, wo auch die Augen des Jungen sind. Das heißt also, ich habe jetzt einmal die Position an dieser Position, die stimmt, und an dieser Position, aber in der Mitte nicht. Wenn sich also der Junge bewegt, muss ich also meine Playline etwas bewegen, zum Beispiel nach rechts, und der Balken müsste jetzt etwas nach oben. Das heißt, ich korrigiere den etwas nach oben und vielleicht etwas nach rechts. Dann gehe ich etwas weiter. Da müsste ich den Balken ebenfalls etwas nach rechts und vielleicht wieder nach unten korrigieren. Dann gehe ich etwas weiter. Dann bewegt sich das Gesicht wieder etwas nach links und ich bewege den Balken etwas nach links. An dieser Stelle vielleicht etwas nach unten und nach links. Hier bewegt sich das Gesicht sehr stark, das heißt also, ich muss den Abstand von 9 Punkten etwas kleiner halten, das heißt, ich werde an dieser Stelle den Balken etwas nachkorrigieren, dann etwas weiter nach rechts an dieser Stelle belasse ich den Balken einmal. Bis sich das Gesicht hier wieder ändert und ich korrigiere den Balken etwas nach unten und so weiter. So, ich zeige Ihnen einmal, wie dies ausschaut. Jedes Mal, wenn ich die Parameter an dieser Stelle verändert habe, hat es an dieser Position einen neuen Punkt gegeben. Das heißt, an den Punkten sind die Werte nicht immer gleich. Ich spule an den Anfang und spiele diese Videosequenz einmal ab. Sie sehen, wie dieser schwarze Balken sich der Bewegung des Jungen nachbewegt. Und falls Sie irgendwo nicht einverstanden sind, dann können Sie einfach zwischen zwei Punkten die Werte nachkorrigieren oder mit der Maus auf einen Punkt klicken, um die Position des Effektes an dieser Stelle zu korrigieren. Am Schluss bewegt sich der Junge sehr stark, das heißt nach vorne, und Sie machen wieder genau das Gleiche. Ich korrigiere einfach die Werte an dieser Position.
vielleicht noch dazwischen. Dann wiederum an dieser Position. Bis Sie natürlich mit dem Resultat einverstanden sind. Ich spiele die Sequenz noch einmal ab. Gut, am Schluss stimmt es überhaupt nicht. Dann muss ich natürlich am Schluss den Punkt ebenfalls noch korrigieren. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie einfach auf OK. Und Sie sehen nun, wie sich der Effekt verändert hat und die gemachten Korrekturen ebenfalls in dieser Videosequenz zu sehen sind. Je feiner natürlich Sie die Abstände dieser Punkte, also dieser Keyframes, halten, umso genauer bewegt sich natürlich dieser Balken mit der Bewegung des Jungen.